Ich war die Woche zu Gast bei Puls 4 im Studio, und zwar bei der Aufzeichnung als Zuschauer der Sendung. Sehr witzig! Hier zeige ich euch mal meine Snapchats von diesem Tag. Ich gehe jetzt zu Puls 4 zur Aufzeichnung von Sehr witzig. Ja Leute, ich gehe jetzt zu Puls 4 rein. Da wird aufgezeichnet die Sendung Sehr witzig. Und ich bin gespannt, ob es wirklich sehr witzig ist. Oh mein Gott. Toni Polster ist der Special Guest bei dieser Sendung. Das kann nur lustig werden. Es gibt am Eingang super scharfe Sicherheitskontrollen. Die Schlange steht schon ewig. Für eine erfolgreiche Sendung mit Live-Publikum braucht man Cola, Sprite, Wasser und Würstel mit Senf. Diese Herren sind semi-professionelles Live-Publikum. Sie wussten am Eingang schon, wie es läuft und wo die Würstel sind. Es beginnt das Allgemeine. Wer sitzt wo? Waren Sie schon mal da? Dann müssen Sie sich dort hinsetzen. Ich muss zwar hinter den Kameras sitzen, weit weg von allen, aber wenigstens habe ich einen Sekt bekommen. Ein Mann ist am Weg vom Wirtshaus und muss über den Friedhof gehen, weil er auf seinem Heimweg liegt. Dort, wie es der Zufall will, ist schon ein Grab ausgehoben, weil am nächsten Tag eine Beerdigung stattfindet. Er stürzt in... Das war's, es ist vorbei, die Aufzeichnung ist fertig und ich wurde ins Eck gesetzt, was ich ziemlich beschissen gefunden habe. Aber so ist es mit Behinderten. Ich habe mal gefragt, ob es ist mit Behindertenwitzen in der Sendung, und da wurde mir gesagt, wahrscheinlich mag der Sender das nicht, weil die Gesellschaft noch nicht so weit ist. Ich bin nämlich der Meinung, dass mein Montagswitz durchaus auch im Fernsehen funktionieren würde. Aber scheinbar geht's. Wie ihr gesehen habt, so richtig glücklich bzw. sehr lustig war die Sendung für mich nicht. Ich wurde, wie gesagt, schon ganz am Eck platziert. Außer, also neben dem Musiker noch ein bisschen weiter. Ich glaube nicht, dass ich im Bild jemals zu sehen sein werde. Es geht jetzt nicht darum, um mein Ego zu streicheln. Es geht darum, dass alle anderen Gäste schön vor die Kamera platziert wurden oder vor die Linie der Kameras, wo alle aufgebaut wurden. Nur ich wurde ganz außen hingesetzt. Jetzt ist das Problem, die Erklärung dafür war gut. Nämlich, aus feuerpolizeilichen Gründen darf ich als Rollstuhlfahrer nicht am Fluchtweg stehen. Gut, verstehe ich. Ist ein Argument, das einfach unter der Kategorie Totschlagargument fällt. Weil es ist einem so lebensrettend, das Ganze. Darum muss ich mich auch irgendwie fügen. Komisch war aber trotzdem irgendwie, ich war der Einzige, der da außen saß. Für alle anderen fanden sie drinnen ein Plätzchen, entweder an der Bar hinten oder neben der Bar. Oder eben bei den Sesseln. Und ich glaube, wenn man gewollt hätte, wäre schon ein Plätzchen gewesen. Beziehungsweise rein feuerpolizeitechnisch wäre es sogar klug gewesen, mich hinten ins Eck irgendwo hinzusetzen, weil ich dann am weitesten entfernt von den beiden Notausgängen gewesen wäre und somit am wenigsten im Weg gestanden wäre. Aber so ist es nun mal. Trotzdem habe ich das Gefühl irgendwie nicht weggekriegt, dass ich da irgendwie, ja, diskriminiert worden bin ein bisschen. Auch wenn eben die Erklärung gut war mit dem aus freier polizeilichen Gründen. Eine andere Sache ist, was tue ich jetzt, ja? Bei wem beschwere ich mich? Puls 4? Gut. Denen gehört das Studio und der Kanal, die wollen die Sendung, die haben ihre Regeln und die ist Feuerpolizei. Das ist so, das gehört so. Also habe ich bei denen wahrscheinlich wenig Leerwahl. Die Sendung selber wurde ja nicht von Puls 4 gemacht, sondern von einer Produktionsfirma. Und die muss natürlich die Regeln befolgen, dass die Sicherheit gewährleistet wird. Und keiner von denen, egal wen ich da jetzt anreden wird, wird von sich behaupten, ja, na, wir wollen keinen Behinderten da in der Sendung haben oder im Bild, weil die Sendung ist sehr witzig. Es geht um lustig, um Spaß, um Humor, leichte Unterhaltung. Und was will man da mit einem Behinderten dabei?
Der ist traurig, behindert, der ist am Mitleid und Mann, der ist so arm. Habe ich doch hab ich keinen Spaß dabei, wenn ich drüber lache, dass ein Betrunkener nach Hause geht und am Weg nach Hause muss über den Friedhof gehen. Und da war schon ein Grab ausgehoben und in seinem Suff ist er da reingefallen. Nachdem er mehrmals versucht hat, rauszukommen, hat sie gedacht, na geh, okay, scheiß drauf. Er legt sich hin und schläft seinen Rausch aus. Am nächsten Tag kommt der Totengräber, zieht den Mann unten und schreit runter, hey, sind wir reingefallen? Sagt er, na du Trottel, wir haben sie in den Sarg gestohlen. Ich gebe zu, er ist ein bisschen witzig, der Witz. Aber wäre weniger witzig, wenn ich im Hintergrund stehe und mir den Arsch ablache, weil er so witzig ist? Ich weiß nicht. Das müsst ihr entscheiden. Ich habe dann mal gefragt, weil die Sendung sehr witzig ist, er so aufgebaut, dass sie. Es geht um Witze und die Witze sind kategorisiert: Frauenwitze, Blondinenwitze, Politikerwitze, Sportlerwitze. Es gibt Bundesländerwitze, aber was es nicht gibt, sind Behindertenwitze. Weil Behinderte sind nicht witzig. Oder man darf keinen Witz über Behinderte machen. Und ich verstehe es, es ist ein hartes Brot. Ich sehe es bei meinen Montagswitzen, sie kommen gut an, aber sie sind schwere Kost. Und selbst auch Behinderte finden sie nicht immer lustig. Und das ist völlig in Ordnung. Ich glaube nicht, dass alle Schwulenwitze lustig finden. Türken, alle Türkenwitze witzig finden, ja? Das ist ein gutes Recht, so, das gehört so, das ist so. Die einen mögen es, die anderen nicht, und das ist okay. Und ich mache mir über niemanden lustig, wenn ich Behindertenwitze mache. Aber ich verstehe es, wenn die Behindertenwitze jetzt von jemandem, der nicht behindert ist, erzählt werden würden, wäre es ein bisschen schwierig. Und das verstehe ich ja. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir daran was ändern sollten. Und wenn man Sendungen wie sehr witzig, also eine Witzesendung, macht, sollte man auch Menschen wie mich darin vorkommen lassen, beziehungsweise Witze über Menschen wie mich machen. Und natürlich wäre es geschickt, wenn auch ein Behinderter dabei ist. Klaro. Ob das jetzt ich bin oder jemand, der wirklich lustig ist, das ist jetzt absolut. Aber ich habe gesprochen mit dem Verantwortlichen der Sendung, beziehungsweise dem Hauptmoderator, und der hat gemeint, ja, nein, das ist ein hartes Thema und das kriegt der Sender sicher nicht, also das macht er nicht, das ist noch zu heiß. Tja, so wurde ich mit Selfies, also Semi-Selfies, Assisted Selfies, wie ich sie nenne, mit Harry Brünster, dem Witzekönig, durfte ich machen und das war's dann. Tja, ja, was soll ich machen mit dem, hm? Ich fühle mich beschissen, weil ich da aufs Abstellgleis gestellt wurde. Und was glaubt ihr? War das reine Sicherheitsgrund oder war der Sicherheitsaspekt ein gutes Cover für einen nicht wirklich gewollten Gast im Studio? Ich weiß es nicht. Was sagt ihr dazu? Würde mich interessieren. Ja, schwere Kost heute. Zum Abschluss gibt es noch meine Instagram-Videos hinten dran. Also bleibt noch dabei. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und genau, schöne Ostern. Baba. Ich bin gerade hier bei Puls 4, Sat 1, die Sendung sehr witzig. Ich bin im Publikum. Toni Polster ist da und es gibt Wirstl. Tipp, wenn man in Österreich eine Sendung mit Live-Publikum machen will: Man braucht Wirstl, Frankfurter und Debreziner, damit das Publikum fit ist. Gibt hier die Fluchtwegsauflagen, deswegen darf ich am Rand sitzen. Und so komme ich wahrscheinlich nicht ins Bild. Ist gut so.
Die älteren Herren dürfen sitzen. Die jungen, attraktiven dürfen an die Bar, damit sie auch gut im Bild sind. Und wo sitzt der Martin? Neben der Band. Im Eck.